Datenschutz. Die Firma Strohschneider ist ja bekannt für Technik aller Art. Und wo es passiert, wenn junge Leute und alte Leute im Bereich Technik aufeinandertreffen, das sind wir jetzt in einem echten Sketch. Ich meine, wenn ein 20-Jähriger schafft, dass er die Daten von unseren Bundestagsabgeordneten hacken kann, dann sieht man, wie weit das dazwischen ist. Und ja, viel Spaß bei der Firma Strohschneider. Ich hab's gesagt, dass ich es eh finde. Ich bin ja nicht der Luftabteil.
haben Sie einen Computer wie jeder andere normale Mensch? Für was brauche ich einen Computer? Ha? Da können Sie Musik hören. Da habe ich meinen Glockenspieler. Sie können Filme hören. Da gehe ich ins Kino. Sie können E-Mails schreiben. Hä? Die elektronischen Briefe für Sie kennen. Da gehe ich zur Post. Sie können mit den Frauen kennenlernen. Da habe ich schon nicht. Sie können mit Freunden kommunizieren. Da gehe ich an Klaus an Stammtisch. Sie können sich im Internet Pornos anschauen. Dafür habe ich meine Nachbarn. Was? Ein Edit? Boah, jetzt. Oder ein Edit. Also, ich will jetzt wirklich nicht unhöflich sein, gell? Aber muss ich mir einfach nicht verstehen. Ein Computer bringt Ihnen nur Vorteile. Die Schreibmaschine, die habe ich jetzt seit über 30 Jahren. Und weißt du, wie oft ich die schon zum Richter bringen müssen? He? Keine Ahnung. Gerade dreimal. Sechs? In der Zeit hätten es locker 15 Computer wegschmeißen. Ja, genau. Applaus für unsere Technik. Und jetzt kommen wir über die Strohschneider, die Heimatbühne. Martin. Und Florian. Danke euch, wir waren ganz schön. Und dann geht's weiter.